Willkommen, meine Lieben, zum Energie-Update für März 2024. Und heute sprechen wir über die Zukunft, die bereits jetzt beginnt und die wir jetzt wahrnehmen. Warum der Fokus so sehr jetzt gerade auf der Zukunft liegt, möchte ich in diesem Video mit dir teilen. Was ganz stark da ist, ist, dass sehr viele Menschen noch nicht verstanden haben, welchen Part sie spielen in der Zukunft von morgen. Und heute, das März-Video, wird in dem Fall ein bisschen ein Lehrvideo. Denn was viele kennen, ganz viele Menschen, ist Zukunftsangst, Ängste oder Unsicherheit dem gegenüber, was vor uns liegt, weil man es nicht greifen kann oder weil man Dinge im Außen hört, die Ängste und Unsicherheit in einem verursachen. Und das heißt, Zukunftsangst ist ganz vielen wohl bekannt, aber nicht Zukunftsschöpfung. Und weil das so wichtig ist und weil das etwas Zentrales ist, wo wir uns auch hin entwickeln als Menschen, ja, da wo wir uns hin entwickeln, wird uns das ganz klar sein, dass wir unsere Zukunft mit erschaffen. Jetzt ist es so, viele sind schon an dem Punkt, dass sie sagen, ja, ich verstehe, wir Menschen, unsere Gedanken und unser Sein, wir ziehen gewisse Erfahrungen an oder wir erschaffen eine gewisse Realität in der Zukunft. Soweit sind viele schon. Ja? Aber dennoch sind viele auch in dem Bewusstsein, dass sie sagen, naja, das Bewusstsein der Mehrheit erschafft dann zum Beispiel das kollektive Erleben, also auf der Weltskala, was wir denn da so erleben, gesellschaftlich zum Beispiel oder in unterschiedlichen Ländern. Was kann ich denn da tun, wenn der Großteil der Menschen, wenn auch unbewusst, das und das erschafft? Dann kann ich ja gar nichts machen. Und da möchte ich jetzt heute für März und für die kommenden Monate etwas mit dir teilen oder mit jedem teilen, der vielleicht das Gefühl hat, ich habe keinen Einfluss auf die Zukunft oder ich weiß nicht, wie ich die Zukunft mitgestalten kann. Vielleicht im kleinen Rahmen für mich, aber wie kann ich denn Einfluss nehmen, sodass es tatsächlich eine Rolle spielt? Dazu dürfen wir jetzt erstmal wissen, dass die Zukunft etwas ist, das ja noch nicht festgelegt ist. Sprich, selbst sehr, sehr bedeutsame Hellseher, Wahrsager, egal Nostradamus oder Edgar Cayce oder so, die haben die Zukunft vorausgesagt, Ereignisse in der Zukunft vorausgesagt, aber gewisse Dinge haben auch nicht gestimmt oder gewisse Dinge konnten sie nicht sehen. Und das liegt daran, wenn wir jetzt mal schauen, wir sind hier an einem Punkt in der Zeit, ja, sagen wir mal, das sind wir. Und jetzt ist die Frage, was ist denn Zukunft? Also Zukunft ist für uns etwas, das noch nicht eingetreten ist, wenn man es auf der Zeitlinie sieht. Genauso wie Vergangenheit etwas ist, das bereits eingetreten ist und an das wir uns erinnern. Jetzt sagen wir, das ist der jetzige Zeitpunkt. Heute, jetzt, wir zwar in diesem Jetzt-Moment. So, dann ist die Zukunft praktisch in der Zeitlinie gesehen vorne. Also sagen wir hier. Ja, das ist dann die Zukunft. Und da geschehen dann gewisse Dinge. Und die Frage, die wir uns ja stellen, was auch ein Grund ist, warum wir uns zum Beispiel Monatsvorausschauen anschauen oder Vorhersagen fürs kommende Jahr ist, wir möchten gerne erfahren, was da vor uns liegt. Zum einen, um uns darauf vorzubereiten und um uns, das ist halt in der Natur des Menschen so, um eine gewisse Art von Sicherheit zu bekommen. Dass ich das Gefühl habe, ich kann mit dem dann irgendwie umgehen. Was aber meistens geschieht ist, bei ganz vielen Vorausschauen, dass das, was wahrgenommen wird, negative Aspekte sind, weil die im Energiefeld einfach ganz stark da sind. Die positiven fallen dann hinunter und für uns fühlt es sich so an wie, die Zukunft ist ja ganz dunkel, negativ und schrecklich und wir haben keinen Einfluss drauf. Das ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil. Es ist nämlich so, wir sind hier und was wir wissen ist, dass alles Schwingung ist. Das heißt, im Hier haben wir jetzt eine Schwingung. Sagen wir mal, die sieht so aus.
Du hast eine, ich habe eine, jeder schwingt unterschiedlich. Je nachdem, sind wir vor allem positiv gestimmt, haben wir positive Emotionen, positive Gedanken, das ist hochschwingend. Ja, und eine hochschwingende Frequenz, also wir wissen auch, dass Materie, das wissen wir aus der Quantenphysik, Materie und alles besteht, letztendlich ist nichts fest, alles hat in sich eine Schwingung, eine Frequenz und Energie. Das wissen wir, da müssen wir gar nicht ein Fragezeichen dahinter setzen. Das bedeutet aber auch, wir wissen, dass jeder Gedanke und jedes Gefühl eine Schwingung hat, eine Frequenz hat. Das heißt, wenn alles aus Schwingung und Frequenz besteht, dann ist das genauso mit der Zukunft. Ja? Die, wenn wir es jetzt mal faktisch sehen, an sich so nicht existiert, denn alles ist ja immer zeitgleich. Das bedeutet, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft findet immer im ewigen Jetzt statt. Im ewigen Jetzt. Dieser ewige Jetzt-Moment ist der Moment, den wir jetzt gerade haben. Und sprich, in diesem Moment des Jetzt kreieren wir das, was wir später, jetzt auf 3D-Erde, als Zukunft wahrnehmen. Wenn diese Schwingung bestimmt, was da ist, dann muss zum Beispiel dieser Zukunftsstrang in ungefähr diesem Muster weiterschwingen, sodass wir dann sagen, in einem Monat oder in einem Jahr haben wir eine Zukunft, die so schwingt. Also das soll jetzt ähnlich sein wie hier, ja, oder gleich sein wie hier. So, das bedeutet zum Beispiel, das ist die zukünftige Regierung in 2 Jahren oder in 5 Jahren, das ist der ökonomische Zustand, das ist der medizinische Zustand, der wissenschaftliche und so weiter. Ja, oder auch wenn wir jetzt das dann auf unser privates Leben beziehen. So, jetzt, da wir aber wissen, dass alles Schwingung und Frequenz ist, sagen wir mal, diese Schwingung hier, die wir aussenden, ja, verursacht diese Zukunft. Und mit wir meine ich jeden und jede einzelne von uns. Ja, es gibt Menschen auf der Erde, die sozusagen mehr Reichtum, mehr Einfluss, mehr Macht, also machtvollere Positionen in Politik und so weiter haben und scheinbar die Gestaltungsmöglichkeiten für unser Leben und unser Erleben haben. Aber selbst sie sind nur eine Wesenheit, so wie du und wie ich. Das heißt jetzt, und da beginnt unsere Verantwortung, da beginnt die Verantwortung für unsere Zukunft im Jetzt. Wenn wir beschließen, hier unsere Realität, unser Sein, unser Heute ist hochschwingend. Also sagen wir mal so. Ja, höher schwingend. Also eine höhere Frequenz, Frequenz, Häufigkeit, hochschwingend. Dann bedeutet das, dass es hier oben eine Zukunft gibt. Denn Zukunft sind immer Potenziale. Ja, es gibt letztendlich unzählige potenzielle Möglichkeiten der Zukunft. Diese steht nicht fest, diese wird auch nicht von irgendeinem Gott festgelegt, diese wird kreiert. Dieses Erleben in der Zukunft wird geschaffen. Das bedeutet, wenn wir jetzt hochschwingend sind, positiv, wir erwarten das Positive, wir sind gefüllt von Fülle, Reichtum, Freude, Selbstermächtigung, Freiheit, Friede, Liebe. Das ist das, was wir in unserer Schwingung haben. Das ist das, was wir aussenden. Dann wird zwangsläufig, wenn wir so weiter schwingen, diese Zukunft hier die höher schwingende sein. Das ist das, was ihr oft auch hört, wenn es heißt, ja, in welcher Zeitlinie befinden wir uns? Oder in welcher Dimension befinden wir uns? Also ist es gerade ein drittdimensionales Zukunftsgeschehen oder fünfdimensionales Zukunftsgeschehen? Ja, das ist damit gemeint. Es ist damit gemeint, dass die Zukunft, die du erleben wirst, davon abhängt, wie du schwingst. Und dann kann man immer noch das Gefühl haben, aber der Großteil der Menschen bestimmt dann mit ihrem Bewusstsein, mit ihrer Schwingung die kollektive Zukunft, also das, was sie hauptsächlich erleben werden. Und wenn Medien oder äußere Einflüsse es schaffen, den Großteil der Menschen
im Negativen, in der niedrigen Schwingung zu halten, in angsterfüllter Schwingung, in kleingehaltener Schwingung, in selbstentmächtigter Schwingung, ist das doch dann das, was hauptsächlich kreiert wird auf dem Planeten. Wie kann ich also Einfluss nehmen? Und dann kommen diese Zukunftsängste auf, dann kommen diese Ängste auf. Und da möchte ich dir jetzt mitgeben, fühle mal da hinein. Solange du den Blick drauf richtest, wo der Großteil des Bewusstseins ist, und den Großteil nehmen wir häufiger wahr als das, was am lautesten ist, das, was am meisten in unsere Wohnzimmer dringt, von da außen, vom Fernseher, vom Internet und so weiter. Wir denken, das wäre der Großteil. Das dürfen wir hinterfragen. Und solange wir den Blick auf unsere Perspektive halten, der scheinbaren Wahrscheinlichkeit, weil alle ja so zu denken scheinen und so zu schwingen scheinen, also habe ich die Befürchtung, dass das dann auch so wahr wird. Was machen wir da? Wir passen unsere Schwingung dieser Zukunft an, dieses Erlebnisses an. Wir werden genauso wie das, was wir nicht wollen. Und es braucht Selbstdisziplin, es braucht Willenskraft, es braucht Hingabe, es braucht Mut zu sagen, ich bleibe in meiner Schwingung. Ich erschaffe eine Zukunft oder zumindest gebe alles daran. Eine Zukunft im Jetzt, im jetzigen Erleben, denn das Jetzige ist schon hochschwingend, im jetzigen Erleben kreiere ich eine Essenz, eine Qualität, eine Freude, eine Freiheit, eine Liebe, eine Fülle, was auch immer du erleben und erfahren willst. Das kreiere ich im Jetzt, sodass mein Morgen und mein Übermorgen und mein in 3 Jahren genauso wird. Und ich lasse nicht zu, dass dieses Niedrigschwingende, was mir dann eine Zukunftsprognose gibt, die ich nicht wünsche, die auch nicht mit mir im Einklang ist, dass mich das so sehr in seinen Bann zieht, dass ich es sogar mitkreiere. Unfreiwillig, aber mitkreiere. Und in dieser Spirale befinden sich noch viele, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Und deshalb ist diese Botschaft für jetzt: Die Zukunft beginnt jetzt. Das heißt, du erschaffst es heute. Und das ist die Macht und die Kraft, die wir haben. Jeder unserer Gedanken erschafft jetzt Realität und zukünftiges Erleben. Solange wir die Macht weggeben und denken, andere erschaffen für uns, solange wird das so sein. Wir müssen und dürfen wieder selbstbestimmt an unserer Schwingung arbeiten. Und es ist manchmal nicht einfach. Ich verstehe jeden und jede, die sagt, wie kann ich das tun, wenn mein Erleben derzeit so und so ist? Wie kann ich das tun, wenn ich täglich höre, was draußen vor sich geht und was vermutlich geschehen wird, Negatives oder Unerwünschtes? Wie kann ich da meine Schwingung hochhalten? Und genau das ist es. Deine Verantwortung liegt darin und deine Power und deine Macht und deine Kraft liegt darin, deine Schwingung so zu gestalten, dass du die positive Zukunft nicht nur für dich, sondern für die Menschheit mitkreierst. Und dazu seid ihr alle da, die ihr auf dem Weg der Bewusstseinserweiterung seid, die ihr bewusst hier lebt und euch täglich fragt, was kann ich tun für meine Mitmenschen? Was kann ich tun für die Vorwärtsentwicklung und Evolution dieses Planeten und dieser Menschheit? Und da gibt es unglaublich viele mittlerweile. Ja, sie sind nicht so laut wie die. Aber glaubt mir, sie sind da und es sind viele, viele, viele. Und es werden täglich mehr. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, dich um deine eigene Schwingung, um deine eigene Frequenz zu kümmern, dass du das, was dir wichtig ist, was du in der Zukunft erleben willst, beginnst heute zu leben.
Und wenn du sagst, so viel befindet sich noch nicht davon in meinem jetzigen Erleben, das ist in Ordnung, dann finde kleine Punkte, wo du es schon merkst. Wenn du sagst, ich hätte gern mehr Liebe und Mitgefühl, ich krieg da draußen, sehe ich nur Feindseligkeit oder Unverständnis, das der eine dem anderen entgegenbringt oder mangelndes Mitgefühl oder Härte. Wenn du das siehst, dann schau, wo du bereits in dir oder in deinem Leben mehr von dem hast, was du willst, wo du sagst, aber in dieser Beziehung zum Beispiel, was weiß ich, zu deiner Katze, da habe ich Wärme, Nähe, Mitgefühl, Sanftheit, was auch immer du wünschst. Oder in diesem Setting, sagen wir mal bei der Arbeit, kann ich bereits die und die Qualitäten ausleben, die ich in Zukunft noch mehr haben möchte. Ja, sagen wir mal, du bist gerade in einem Job, das ist jetzt ganz praktisch, wo du sagst, eigentlich erfüllt er mich nicht. Gewisse Dinge kann ich da aber ganz gut jetzt leben, gewisse Eigenschaften, die ich habe oder gewisse Skills, möchte aber das vielleicht ausbauen oder anders gestalten in der Zukunft. Aber anstatt dich dann darauf zu fokussieren, was gerade nicht da ist in deinem Job, fokussierst du dich darauf, was bereits schon angelegt ist, was du schon machen kannst und bist schon dankbar dafür und sagst dann, mehr von dem möchte ich in meinem nächsten Job. Ja, mehr von dem, es ist bereits da und nicht das und das und das und das ist aber nicht da. Es geht darum wirklich, wo wir uns auch disziplinieren, den Fokus drauf zu richten, unsere Energie hinzugeben und unsere Schwingung dahingehend auszurichten. Denn diese Schwingung verursacht Zukunft. Nicht irgendjemand, irgendetwas. Wir sind Schöpferwesen. Und zwar jeder und jede einzelne von uns. Und je mehr von uns das bewusst tun, desto mehr schaffen wir Raum für all diejenigen, die noch unbewusst oder vielleicht auch bewusst eine negative Erlebniswelt kreieren. Wir schaffen Raum, dass sie auch angesteckt werden von diesem Feuer, von dieser Flamme, von dieser Schwingung, von dieser Begeisterung, von dieser Freude, von diesem Lebensgefühl, das, was eigentlich, wonach sich im Grunde jeder und jede Seele hier sehnt. Wir wollen alle uns lebendig fühlen, freudvoll in unserer Essenz, frei, friedvoll, begeistert, glücklich, liebend. Das ist es, was wir wollen. Letztendlich wollen wir alle glücklich sein. Und es liegt an uns, welche Zukunft wir gestalten, die uns mehr und mehr in dieses Glücklichsein bringt. Aber eben nicht, indem wir unsere Macht irgendjemandem geben und sagen, bitte schaff mir eine sichere Zukunft, eine heile Zukunft, eine Zukunft ohne Krieg. Bitte mach das, sondern es immer unser Inneres, das nach außen gestrahlt wird, erschafft Realität und manifestiert. Das darf ich uns mitgeben für den März. Du darfst gerne in den Kommentaren schreiben, ob das hilfreich war für dich. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.